Nicht so gut, aber ich würde sagen, wir begeben uns jetzt direkt in die nächste Mission hinein. Los geht's in Mission 7 auf den Kopf gestellt. Ja, wir treffen dich dort. Gut, bis dann, Virgil. Ihr steht euch recht nah. Woher kennt ihr euch? Ist das wichtig? Ich würde gern wissen, an wessen Seite ich mein Leben riskiere. Also, er ist mein Bruder und versucht, die Welt zu retten. Was ist mit dir? Hör zu. Ich bat dich nie um Hilfe und du warst trotzdem für mich da. Das bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen. Er hat mich gerettet. Ich war in einer Pflegefamilie. Mein Ziehvater war ein Dämon. Er ist fast jede Nacht auf mich losgegangen. Ich musste weg. Die Albträume. Keine Sorge. Ich habe nichts gespürt. Physisch konnte ich nicht entkommen, also fand ich einen anderen Weg. Ich bin als Geist ziellos im Limbus umhergewandert. Dort fand ich Virgil. Er hörte meinen Hilferuf. Er hat mir geholfen, mit meinen Dämonen fertig zu werden. Denen in mir und denen um mich herum. Ich habe den Mistkerl getötet. Jetzt will ich den Rest aus dem Weg räumen. Du wirst doch bis zum Ende bei uns bleiben, oder? Verlass dich drauf. Gut gemacht. Der Succubus ist tot. Das hat Mundos Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk. Der Raptor News Tower. Von dort hat Mundus das Monopol über die Medien der Welt. Nachrichten, Werbung, Unterhaltung. Gedankenkontrolle. Ja. Und Überwachung. Sie bespitzeln die Bevölkerung mit all ihren Satelliten, Verbindungspunkten und Überwachungskameras. Ja, das habe ich schon bemerkt. Also, was tun wir? Ed? Das Raptor News Network wird von einem Dämon geleitet. Bob Barbas. Bob Barbas ist ein Dämon? Also ist er nicht nur ein hirnloser Arsch. Und der steckt in dem Turm? Nicht der Turm. Der dort. Was? Im Limbus ist das keine Spiegelung. Es ist der echte Turm. Es ist ein Gefängnis, in dem Barbas grausam regiert. Dort gibt's keine Gnade und kein Entkommen. Bereite das Tor vor. Ted kann dir dorthin nicht folgen. Du bist auf dich allein gestellt. Allein ist okay. Sie hat schon genug getan. Aber dafür gibt's da keine Kameras. Gut. Dante, wir wissen nicht viel über diesen Dämon. Ich bin sicher, es ist ein ganz lieber. Endlich verstehe ich, warum deine Welt auf dem Kopf zu stehen scheint. So Leute, zurück im Nimbus. Ihr habt mitbekommen, was wir tun müssen. Wir infiltrieren den Raptor News Tower. Jetzt können wir hier auswählen. Jetzt können wir diese Kristalle hier auch kaputt hauen. Bam! So. Neue Waffen. Sehr schön. Seht ihr? Jetzt können wir hier unten rumschalten. Wunderbar. Was drücke? Okay. Okay, das sind
Ja, da war ich ja eigentlich nah dran mit der Axt. Wir müssen einfach tatsächlich auf den Boden hauen, allerdings halt mit einer anderen Waffe. Wir jagen als nächstes Bob Barbers. Zack. Nicht schlecht. Eieiei. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit springen. So, und weiter geht's. Mal noch gucken, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Das wollen wir ja nicht. Was haben wir hier? Was? Alte Y oder B mit R. Okay. Halt. Ups. Pam! Okay. Okay, jetzt kriegen wir praktisch Waffentutorial für die neue Waffe. So, der stirbt. Bam! So, der ist auch weg. Sehr schön. Jetzt können wir natürlich noch bessere Kombinationen machen. Mit einer Waffe mehr. Denn wir können die natürlich auch wechseln, während wir kämpfen. So, nächstes Abteil. Was erwartet uns hier? Wow, okay. Das ist ja schon beeindruckend. Zack. So, kämpfen wir gleich mal ein bisschen mit den neuen Handschuhen hier. Bam. Verdammt nochmal. Okay. Okay, Leute, das ist nicht gut. So klappt das nicht so. Ich will lieber jetzt erstmal nochmal auf meine Axt zurück. Die ist mir jetzt erstmal in dem Moment noch lieber. Eieiei. Muss hier echt ein bisschen mich konzentrieren. Denn ich will ja auch gut kämpfen. Zack. Okay, wie sieht's mit dem aus? Können wir den mit der Faust gut weghauen? Tipp für fortgeschrittene Tyrannenwerfer. Vollständig geladene Aufwärtshaken kann ein Tyrann und... Okay, probieren wir das doch mal aus. Und zack. Wow, okay, das war... das war jetzt nicht so gut. Komm her. Komm schon. Probieren wir es doch mal aus. Oh, verdammt nochmal. Okay, Leute. Das hat nicht so gut funktioniert. Probieren wir es nochmal. Verdammt nochmal! Ah, ich kotz! Das klappt ja super toll! Mensch, boah, ich hasse die so, ne? Unglaublich, wie ich die hasse. So, einfach weg. Ich muss einen Weg finden, noch gut mit denen klarzukommen, weil im Moment kann das so nicht weitergehen. Das geht nicht. Momentan sind die echt zu scheiße. Der hat mich jetzt fast komplett gekillt. Kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. Okay. Wo müssen wir denn nun hin? Leute. Ist wir da drauf? Ah. Ui. Sind wir wirklich richtig? Wir sind noch nicht richtig. Bin ich in die falsche? Mann, Leute, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Klappt super. Die Mission. Richtig toll. Klasse. Selbst im Limbus gibt's einen Knast. Nie gedacht, dass ich hier ins Gefängnis einbrechen würde. Auf dem Kopf. So, Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier am besten reinkommen. Ich habe hier oben schon die Stelle gesehen, wo wir hoch können. Offensichtlich. Der Bob Barbers. Um den kümmern wir uns noch. Den haben wir ganz am Anfang schon gesehen. Im Intro sozusagen. Da lief er im Fernsehen. Raptor News. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Bevor ich weitergehe, sieht nicht so aus.
Also zack. Da oben haben wir noch was. Dann den hier. Das sind Spinnen. Das sehe ich doch schon wieder. Ups. Versuchen wir es doch mal. Ich würde eher versuchen, den da oben erstmal wegzuholen. Das gehört. Schmerz ist deine Erlösung. Sagt der Kollege Barbas. Du hast Verbrechen gegen den Heiligen Orden der Dämonen begangen. Mundus hat dir gewährt, damit du ihn fliehen kannst. Erfreue dich dieser Gabe des Lebens. Zu Schub bringen? Achso. Okay. Muss einen Umweg finden. Okay. Bob Barbe. Ich verrichte Gottes Werk. Ich verstehe. Er verrichtet Gottes Werk. Bob Barbe. Ich verrichte Gottes Werk. Aha. Hier oben geht es wohin? Hinten ist auch was. Aha. Sehr schön. Hier haben wir noch Spinnen. So. Musste kurz niesen. Mal gucken. Wahrscheinlich vergesse ich eh wieder das Ganze rauszuschneiden. Falls doch, habt ihr es jetzt nicht gehört. Neuer Gegenstand gefunden, großer Lebensstern. Stellt Dantes Gesundheit vollständig wieder her. Drücke während dem Spiel Start. Sich zu widersetzen ist verratet verstanden. Du musst von allen Gedanken gereinigt werden und dich deinem glorreichen Gott und Meister Mundus fügen. Natürlich müssen wir das. Der gute... Ey, immer ruhig. Wow. Moment. So, du kommst her. Melde alle Dissidenten. Dafür erhältst du Nachsicht. Besonders viel Nachsicht erhältst du, wenn du deine Familie meldest. Na, natürlich. Was für eine Gehirnwäsche. Okay, der Turm. Alles wieder nach Plan. Na gut, dann weiter. Komm sofort hier raus. Was hat man da denn? Was war das denn? Gefangene werden für langwierige Qualen eingesperrt. Gut, jetzt erstmal hier an die Statue mal kurz. Kurz mal durchatmen. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder neue Skills. Gucken wir mal, was wir mit dem hier eigentlich so machen können. Wir können stampfen, das ist klar. Ladung. Okay. Okay, das ist praktisch nur das Aufladen, dass das... Was war das? Okay, lernen wir das mal. Einfach mal, dass wir hier noch was können. Und den nehmen wir auch noch. So, wir haben noch einen Punkt. Wir haben noch einen Punkt, Leute. Dann lernen wir mit der Axt noch was. So. Was haben wir denn an Gegenständen so? Ich würde gern... Brauchst du Leben? Nee, ich lass jetzt mal. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Wenn wir hier weitergehen. Arme Schweine. Ah, da hinten sehe ich doch schon wieder so einen roten. Na komm. Okay. Eieiei, da ist so ein Eistyp. Den darf ich nicht aus den Augen verlieren. Den hole ich mir jetzt gleich mal als erstes.
Das wird das Beste sein. So. Ups. Da ging das Letzte daneben. Bam, bam, bam. Okay. Okay, da haben wir wieder beide. Das ist gar nicht gut. Probieren wir mal, ob wir den... Okay. Glück gehabt, nicht getroffen worden von dem Eis. Ansonsten wäre das jetzt ein Problem geworden. Na komm. Und zack. Sehr schön. Okay, hier haben wir jetzt noch ein paar Säcke, die wir kaputt kloppen können. Und da oben kommen wir raus.